Und jetzt werde ich ein bisschen schimpfen. Gibt es Minderjährige im Saal? Gut, dann gleich sage ich Fotze. Deutsch-balkanesische Sprachverwirrungen. Zwei Balkanesen ballen sich ein Schimpfwort nach dem anderen um die Ohren, bis der eine zu dem anderen sagt, Pizda ti materina da ti pizda materina. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung, das Geschlechtsorgan der Mutter, Pizda. Diese Szene stammt aus einem alten jugoslawischen Film, den ich vor einigen Jahren im deutschen Fernsehen gesehen habe, in Originalversion mit deutschen Untertiteln. Ich erinnere mich nicht mehr an den Sender, wahrscheinlich einer der öffentlich-rechtlichen. Sehr genau erinnere ich mich jedoch an die harmlose deutsche Übersetzung dieser wirklich üblen Beschimpfung. Verdammt und nochmal verdammt. Zugegeben, Übersetzer, die Texte aus dem Serbischen ins Deutsche übertragen, haben besonders bei den Schimpfwörtern keinen leichten Job. Schließlich können sie schlecht schreiben, die Fotze deiner Mutter, jawohl, die Fotze deiner Mutter. Das würde wohl kein Deutscher richtig verstehen. Denn bei Beschimpfungen trennen Deutsche und Jugos Welten. Verdammt und nochmal verdammt. Mir hat die beschriebene Filmszene jedenfalls wieder gezeigt, wie unterschiedlich Sprachen funktionieren und wie sehr sie die dazugehörigen Mentalitäten spiegeln. Deutsch empfinde ich als eine sehr reiche, präzise Sprache, ideal für philosophische und technische Zusammenhänge. Aber geht es um Emotionen, hat meine Muttersprache die Nase vorn. Dabei spielen natürlich auch Schimpfwörter eine große Rolle. Das populärste deutsche Schimpfwort Arschloch lautet in serbischer Übersetzung Schupak und ist für Balkanesen so harmlos wie Butterbrot. In Bosnien würde man zum Beispiel sagen, Jes Schupak Steima, was frei übersetzt, na du Arsch, was gibt's bedeutet. Das ist keinesfalls beleidigend gemeint, du sagst es einfach, um einen Freund zu begrüßen, der sich zwei Wochen lang nicht gemeldet hat. Doch Vorsicht, auch unter Jugos kann man nicht willkürlich mit Schimpfwörtern um sich schmeißen. Wenn du jemanden, den du nicht kennst, als Schupak begrüßt, bekommst du Ärger. Und wenn du die Pizda irgendeine Mutter erwähnst, könnte man meinen, du seist lebensmüde. Bist du allerdings verärgert darüber, dass dir ein Freund etwas erst jetzt erzählt, sagst du, Papička ti materina što mi ranije nisi rekao. In diesem Fall ist es nämlich überhaupt kein Problem, sofort die Fotze der Mutter deines Gegenübers ins Spiel zu bringen, denn eigentlich willst du nur sagen, Mensch, warum erfahre ich erst jetzt davon? In der Balkan-Schimpfwort-Liga gilt im Grunde eine ganz einfache Regel. Entscheidend ist, wer was zu wem in welche Tonart sagt. Neulich habe ich gelesen, dass es sogar Sprachwissenschaftler gibt, die sich mit Schimpfwörtern beschäftigen. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass in jeder Sprache und in jedem Kulturkreis jene Schimpfwörter am häufigsten vorkommen, die mit einem gesellschaftlichen Tabu verbunden sind. In einem traditionell katholischen Land wie Italien zum Beispiel spielen viele Schimpfwörter mit dem Tabu der Blasphemie. Madonna Putana, Mutter Gottes Hure. Oder Porco Dio, Schweinegott. In Deutschland scheint der Analbereich tabu zu sein, denn Arsch und Scheiße bilden eine fruchtbare Grundlage für alle möglichen Variationen. Von Arschloch über Schisser bis Klugscheißer. Und auf dem Balkan, wo die Familie heilig ist, fickt man eben Mutter, Vater, Schwester, Tante. Tabuzone Nummer 1 und somit am beliebtesten ist allerdings das Geschlechtsorgan der Mutter. Zur Not müssen aber auch mal Lebensmittel und Haustiere dran glauben. Die erwähnten Wissenschaftler würden wahrscheinlich zwei Jugo-Versionen des Fickens im Streit unterscheiden.
Version A. Der Schimpfende höchstpersönlich fickt seinen Gegner, dessen Familie sowie ihm nahestehende Dinge. Sehr beliebt jedem die Mutter. Ich ficke deine Mutter. In manchen Regionen sagt man sogar jedem die Lebatz. Ich ficke dein Brot. Und in gestiegener Form jedem die Lebatz krvavi. Ich ficke dein blutiges Brot. Version B. Der Schimpfende wünscht sich, dass der Beschimpfte oder ein Verwandter, im extremsten Fall natürlich seine Mutter, stellvertretend von wem oder was auch immer gefickt wird. Etwa jebot die Passmatter. Der Hund ficke deine Mutter. Darüber hinaus gibt es neutrale Sonderfälle, wie zum Beispiel jebiger, fickes. Das hat bei uns einen ähnlichen Stellenwert wie im Deutschen, ein beiläufiges Scheiß. Auch Upitschku Materinu in Mutters Fotze drückt im Sinne von verdammte Scheiße schlicht und einfach Wut und Empörung aus. Im Gegensatz zu den anal fixierten Deutschen schimpfen die Balkanesen eindeutig genital fixiert. Und zwar gleichberechtigt. Beide Geschlechter nehmen beim Schimpfen nicht nur das weibliche Geschlechtsorgan, sondern auch den Kurz des Mannes ins Visier. Wenn man wütend oder schlecht drauf ist und etwas ablehnt, sagt man statt Mechu, ich will nicht, häufig Hochu Kurz. Was auf Deutsch bedeutet, ich will meinen Schwanz. Oder man sagt Mabolime Kurz, mein Schwanz tut mir weh. Im Sinne von, das ist mir scheißegal. Allein mit diesem Thema könnte man Bücher füllen, doch bis hierhin sollte es klar sein. Wir Jugos sind Weltmeister im Fluchen. Schimpfwörter gehören zu uns wie die Luft zum Atmen. Doch wir lieben auch die Ironie und Zweideutigkeiten, daher benutzen wir Schimpfwörter nicht notwendigerweise zum Schimpfen. Anders als in Deutschland haben unsere Schimpfwörter je nach Situation und Gesprächspartner oft keinen verfluchenden oder beleidigenden Charakter und sind damit keine Schimpfwörter mehr. In der deutschen Sprache sehe ich aber noch mehr Potenzial für Schimpfwortkreativität. Mir ist in den 20 Jahren, die ich nun in Deutschland lebe, aufgefallen, dass es hier für so gut wie alles einen eigenen Begriff gibt. Da, wo der Balkanese eher umschreibt, kommt der Deutsche systematisch auf den Punkt. Gerne mit Ausdrücken, die aus 3, 4, 5 oder mehr Wörtern zusammengesetzt sind. Ich finde, wer der Welt Begriffe wie Kaffeemaschinenhalterung, Restmüllbehältervolumenminderung oder Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzesentwurf schenkt, der könnte beim Schimpfen durchaus zulegen. Wie wäre es mit Steckdosenbefruchter?